Belastet ADHS deine Beziehung und du wünschst dir, dass die damit verbundenen Herausforderungen endlich gelöst werden? In dieser Episode erfährst du in circa 5 Minuten, wie ihr in eurer Beziehung besser mit ADHS umgehen könnt. ADHS bringt Herausforderungen mit sich, die eure Beziehung belasten. Es sind zum Beispiel Konzentrationsprobleme, leichte Ablenkbarkeit, Impulsivität, Missverständnisse, Pläne, die nicht eingehalten werden können, Termine, Zeiten, die überschritten werden. Das sind so grundsätzliche Probleme, die ihr in der Beziehung spürt, wenn einer von euch beiden eine ADHS-Diagnose hat. Paare glauben, dass sie die Konsequenzen von ADHS einfach so hinnehmen müssen. Diese Störung ist vorhanden und muss einfach hingenommen werden. Aber eigentlich kann man mit ADHS in der Beziehung viel besser umgehen, wenn man gemeinsame Strategien und Pläne entwickelt und im Wir-Gefühl daran arbeitet. So könnt ihr gemeinsam an stimmigen Routinen arbeiten und schauen, was in eurem Rahmen dann möglich ist. Ihr könnt eine klare Kommunikation fördern, indem ihr dafür sorgt, dass ein passender Kommunikationsrahmen für euch da ist, zum Beispiel völlige Ruhe oder ihr geht in der Natur wandern. Ihr sorgt dafür, dass parallel Platz für Impulse geschaffen werden, zum Beispiel durch ein Notizbuch, wo man zwischendurch die Dinge wegschreibt. All das kann dabei helfen, dass ihr klar und fokussiert kommunizieren könnt. Und im dritten Schritt könnt ihr für gegenseitiges Verständnis sorgen. Ihr könnt schauen, was sind die Dinge, die eure Beziehung belasten. Einige davon gehören gar nicht zum Thema ADHS, wurden aber dem fälschlicherweise vielleicht schon zugeordnet. Andere gehören dazu und sind dann vielleicht gar nicht veränderbar, aber dann könnt ihr damit besser umgehen, diese Dinge annehmen. Wenn euch das betrifft, schreibt sehr gerne in die Kommentare oder hört unsere Podcast-Folge, schaut unser YouTube-Video. Da haben wir auch nochmal 2 weitere Tipps für euch und gehen ganz intensiv auf dieses Thema ein.